Hallo liebe Pfeifenriege hier auf YouTube. Heute mal ein Tabakreview von mir. Ich war mal wieder fleißig und habe mal wieder getestet. Ich schreck von nichts zurück, jedenfalls, man raucht sich so durch, ihr kennt das ja. Dann sieht man Tabak, man hört ein Review, man hört die Kollegen hier auf YouTube und dann fragt man sich, das könnte doch ein Tabak für mich sein. Und genau so ist es gewesen. Angefangen hat es damit, als ich mir das Video von René und Yogi angeschaut habe. Und zwar hatten die den Samael. Und da habe ich mir gedacht, es wäre doch mal eine Maßnahme, sich diesen Tabak zu bestellen. Das habe ich dann auch getan und habe mir diesen wunderschönen Samael von John Aylesbury bestellt. Ja, wo habe ich ihn? Mal gucken, da ist er. Alldieweil, das muss ich jetzt dabei sagen, an unseren lieben Rainer nochmal vielen Dank. Hier Dosen ohne Ende, nein, Gläser ohne Ende, Quatsch, Dosen, Blödsinn. Gläser ohne Ende, kleine und große für die Flakes und für die Loose Cuts und so weiter und so fort. War ein toller Tipp, vielen Dank, habe ich natürlich sofort umgesetzt. Ist eine prima Idee. Ja, zurück zum Tabak. John Aylesbury Samael. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen sehen. Das Tabak Bild ist gemischt, ziemlich etwas dunkler gehalten als sonst. Ja, was kann man dazu sagen? Man kann dazu sagen, er ist von der Duftnote her, wenn man dran riecht, nicht sehr stark. Es kommt also kein starker Duft rüber. Jedenfalls bei der Dose, die ich bekommen habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt verschieden ist. Es ist ein Aromat. Er lässt sich gut stopfen. Er ist recht gleichmäßig im Abbrand. Er macht keine Spirenzchen auf der Zunge. Ist ein milder Tabak. Ich würde sogar sagen, es ist ein leichter Tabak. Vom Geschmack her ist es eigentlich so, wie der René ganz treffend gesagt hat. So ein bisschen ja, bananisch. Es ist so eine ganz weicher, süßer Ton. Was genau da alles drin ist, kann man nicht sagen. Er ist ja wohlschmeckend, also vom Aroma ist er wunderbar. Lässt sich super rauchen. Prima Tipp gewesen. Der kostet, weiß ich nicht, 16,60 Euro, 100 Gramm. Habe ich mir bestellt. Ja, bin ich ganz froh darüber, dass ich den habe. Und wird wohl des Öfteren mal bei mir zu finden sein. Jo, dann habe ich natürlich gedacht, okay, einen Tabak zu bestellen ist Quatsch. Dann habe ich mir drei Tabake bestellt. Und zwar habe ich mir noch diesen Kandidaten bestellt. Das ist der Green Apple, auch von John Aylesbury. Die 100 Gramm, auch 16,60 Euro. Ja, habe ich auch umgepackt. Der sieht also vom Tabaksbild her genauso aus. Allerdings von der Aromatisierung. Und von der Aromatisierung, ich weiß es nicht. Also das hat nicht wirklich was mit grünem Apfel zu tun. Es ist
ja, ich weiß es, ich kann es irgendwie gar nicht beschreiben. Es riecht ein bisschen künstlich. Es riecht ein bisschen künstlich und geschmacklich schmeckt es eigentlich auch so. Er ist zwar gut zu handeln, also er ist gleichmäßig im Abbrand, lässt sich gut rauchen, lässt sich gut stopfen. Alles nicht das Thema, aber vom Geschmack her bin ich da nicht begeistert. Da muss ich mit dem Yogi konform gehen, weil er hatte mich beziehungsweise nicht gewarnt, sondern er hatte mal wohl die beiden Tabake, einmal den Green Apple und dann noch den Pipe Smokers Edition Number One von John Aylesbury, den ich mir auch bestellt habe, hatte er mal getestet und war von diesen beiden, also von dem Green Apple und von dem Edition Number One, war er nicht so begeistert. Und bei den Green Apple muss ich ihm recht geben. Also begeistert bin ich davon nicht. Geschmacklich schmeckt er, ich will nicht sagen künstlich, aber es ist, muss ich nicht nochmal haben. Vielleicht kann ich ihn mischen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder ich verschenke ihn, oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist, muss ich nicht nochmal haben. Also der Green Apple, nein. Ja, den hatten wir wunderbar. Ja, bei dem Pipe Smokers Edition Number One, der ist auch nicht so besonders gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Den habe ich mit einem anderen Tabak gemischt und der war auch nicht so besonders. Also er war vom Aroma okay, vom Handling auch, und er macht auch keine Spirenzien, ist auch ein sehr leichter Tabak, genau wie der Summerhill. Aber von der Aromatisierung war er ein bisschen sehr, sehr schwach. Und nun gut, okay, man kann ja nicht immer Glück haben, aber dafür teste ich das eben, um dann zu wissen, was überhaupt nicht mehr bei mir in Frage kommt. Jo, also von den drei Tabaken, von dem Green Apple, dem Summerhill und dem Pipe Smokers Edition Number One, muss ich ganz ehrlich sagen, der Summerhill ist wirklich von mir eine Empfehlung. Der ist lecker, der ist leicht, der hat ein ganz, ganz weiches, Aroma, lässt sich super rauchen. Kann ich dem einen oder anderen, der jetzt nicht so auf die Hocharomaten steht, wirklich mal empfehlen. Der ist also wirklich klasse, muss ich sagen. Jo, dann habe ich mir aufgrund vom, vom Eike war es, der hatte die beiden mal erwähnt, und zwar diesen Kollegen hier, und zwar den Golden Flake Bulldog von Dunpipe. Ja, da muss ich sagen, direkt umgepackt. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt sagen würde, der schmeckt seifig, würde ich lügen. Nee, nicht wirklich. Er hat ein leicht süßliches Aroma, sag ich mal. Es ist wohl eine bestimmte Art von dieser Bulldog-Reihe, aber es ist auf jeden Fall kein seifiger Tabak. Es ist ein wunderbarer Flake, der lässt sich wunderbar rauchen. Den habe ich übrigens auch gerade hier drin.
Er schmeckt sehr gut, er macht keine Zicken auf der Zunge. Er ist, ja, ich würde sagen, so leicht bis medium. Für mich jedenfalls. Und wie schon gesagt, mit der Seife kann ich jetzt nicht wirklich bestätigen. Es ist ein gewisses Aroma da, wo man sagt, es könnte eventuellerweise in diese Richtung gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, aber wirklich nach Seife schmeckt der nicht. Aber das haben wir ja schon oft festgestellt, dass jeder seinen eigenen Geschmack hat. Jo, toller Tabak. Wird bei mir auch demnächst wieder zu finden sein. Finde ich gut. Toller Tipp. Jo, dann habe ich mir noch diesen Kandidaten besorgt, den Little Wren. Auch von, sag doch mal, DTM, genau, von Dunpipe, jetzt habe ich es. So, und wo habe ich den? Ah, da ist er, genau. Sehr dunkles Tabaksbild. Wenn man ihn aufmacht, und man verzeiht mir jetzt bitte meinen Vergleich, aber ich hatte wirklich diesen Eindruck, oder ich habe diesen Eindruck, dann erinnert mich das so ein bisschen an Vic Medi Night. Ich weiß jetzt nicht warum, es ist wirklich so. Da ist so eine lakritzige Note drin. Er schmeckt nicht so stark nach Lakritze, wie er riecht. Ich sage das jetzt einfach mal nach Lakritze, weil das ist das nächstliegende, an was er mich erinnert. Ist eigentlich ganz lecker, wer diesen Unterton, diese leichte Lakritznote mag. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Er brennt recht gleichmäßig ab, lässt sich gut rauchen. Macht bei mir zumindest keine Sperenzchen auf der Zunge. Und aber so ganz anfreunden kann ich mich mit dem Little Wren nicht. Wird auch nicht wieder bei mir auftauchen. Aber zumindest ein Test war es wert. Und für den, der diese Note mag oder der ihn schon mal geraucht hat, muss ich sagen, okay, warum nicht? Jedem das seine. Jo, was haben wir da noch? Ach ja, dann habe ich vom Micha, vom Pief, 79 glaube ich, den Volasen Nummer 32 bekommen, den Curly Flake. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich eigentlich auch ein guter Tabak. Lässt sich gut rauchen, ist ein bisschen kräftiger, ich würde ihn so medium einordnen. Lässt sich leicht stopfen, ist gut im Abbrand, lässt sich kühl rauchen. Hat so ein, ich würde sagen, so ein karamellig weiß ich nicht, aber so etwas Nussiges hat er, für mich zumindest. Ist ganz lecker, für ab und an auf jeden Fall ist er okay. Täglich, weiß ich nicht, kommt wahrscheinlich auf die Stimmung an. Jo, was hätte ich da noch? Genau. Dann habe ich mich an meinen ersten Plug gewagt. und zwar auf mehrere Anraten hin, probier den mal, und das musste mal ausgetestet haben, wie der so ist. Jetzt kannte ich ja vom Ralf sein Video, dieses berühmte Outdoor-Video auf dem Balkon, wo er den
Petersons Perfect Plug 3P oder 3P, wo er ihn vorgestellt hat und auch gleich gezeigt, wie er ihn am besten raucht. Da kannte ich ihn ja schon von der Beschreibung her und habe ihn mir einfach mal bestellt. Jo, wie schon gesagt, also er kommt als gepresster Block, daher lässt sich mit einem scharfen Messer gut runterschneiden in Scheiben und dann in Längsrichtung einmal teilen und dann kleine Cube Cuts draus machen, so wie Ralf das gezeigt hat. Ich habe es genauso gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der hat ein bisschen Dampf. Der hat ein bisschen mehr Dampf. Der ist jetzt nicht der Oberhammer, dass es euch aus der Schuhe haut, um Gottes Willen, das nicht. Aber da steckt schon eine gewisse Portion hinter. Und nur mir ehrlich gesagt, schmeckt er ganz gut. Es ist für mich auch ganz speziell, ehrlich gesagt, der Weg weg von den Aromaten, nicht ganz weg, aber zumindest mal was anderes kennenlernen, eine ganz andere Richtung gehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich von dem recht angetan. Wie schon gesagt, es ist ein mittelmäßiger Dampfhammer, sag ich mal. Kloppt keinen aus der Schuhe. Ich vertrage den prima. Mir schmeckt er. Ja, und muss ganz ehrlich sagen, ist eine Erfahrung wert, werde ich auch wieder drauf zurückgreifen. Jo, was gäbe es sonst noch zu sagen? Ich glaube, ich habe soweit alle durch. Genau. Den Bulldog hatten wir, den Little Wren, die drei Aylesbury, den Peter's Perfect Plug. Ja, das war es eigentlich schon. Also, wie schon gesagt, John Aylesbury, der Green Apple und der Pipe Smokers Edition Number 1. Nein, muss ich nicht nochmal haben. Aber der Summerhill auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ja, beim Little Wren, wie schon gesagt, wer es mag, für mich so eine leichte Lakritznote, kann ich mich nicht so wirklich mit anfreunden. Vielleicht später nochmal probieren, man weiß es nicht. Jo, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Dann hoffe ich, dass es nicht allzu langweilig war und ihr vielleicht das eine oder andere für euch rausziehen konntet oder wenn ihr noch ein anderes Review gesehen habt, zu wo so ein Tabak auftaucht, die ich heute vorgestellt habe, dann könnt ihr mal abschätzen. Ich bin gespannt auf ein Feedback von dem einen oder anderen, der den einen oder anderen Tabak schon mal gehabt hat. Ja, und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch an der Stelle mit eurer Lieblingspfeife und eurem Lieblingstabak immer eine schöne Zeit mit vollem Genuss. Das soll es gewesen sein. Habt noch eine schöne Restwoche. Bleibt gesund. Ich sag tschüss, euer Thomas.